Hallo, das ist Kultur der Digitalität, der Gedankenschach-Podcast und die Gesprächsreihe mit Dejan und mit mir, Philipp. Und wir haben endlich wieder eine Expertin. Es ist Miriam Lerch. Und ganz speziell ist, dass sie sich gemeldet hat. Und das ist so eine Premiere, dass sie von sich aus gesagt hat: Hey, hört mal die Fragen, die ihr letztes Mal beantwortet oder besprochen habt. Das sind auch meine Themen. Und da würde ich ganz gern mit euch ins Gespräch kommen. Und das ist eine super Gelegenheit, um da wirklich auch anzuknüpfen an den Fragen, die wir zur digitalen Transformation von Schulen diskutiert haben. Und Miriam kennt sich da aus und sie kann das auch in einem größeren Kontext beantworten und bearbeiten, was uns interessiert. Aber zuerst hallo Miriam und dürfen wir dich bitten, dass du dich gleich selber kurz vorstellst und sagst, was du machst und woher deine Expertise kommt. Ja, hallo alle zusammen. Hallo ihr zwei. Cool, dass das geklappt hat heute Abend. Ja, ich bin Miriam und ja, ich bin im Süden von Deutschland zu finden, genau an der Grenze zwischen Ulm und zwischen Baden-Württemberg und Bayern in Ulm. Und ich habe mich 13 Jahre jetzt mit dem digitalen Lernen beschäftigt und zwar davon viele Jahre in der Hochschuldidaktik und habe dort die Verbesserung der Lehre unterstützt, allerdings nicht hier unten im Süden, sondern damals war ich noch an der TU Braunschweig unterwegs und bin dann in die Wirtschaft gewechselt und habe mich dort mit ja, Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte beschäftigt. Das heißt, so dieses digitale Lernen, das ist eigentlich schon seit vielen Jahren mein Steckenpferd und ich habe im Januar mich selbstständig gemacht und bin eigentlich mit dem Fokus gestartet Richtung Organisationsentwicklung, mich zu positionieren, weil ich eine Ausbildung zum HR-Coach gemacht habe und tatsächlich auch da Unternehmen im Mittelstand und aber auch Non-Profit-Organisationen unterstütze bei diesem digitalen Wandel gerade. Ja, und dann kam Corona. Und jetzt sind wir an einer Schwelle, wo plötzlich genau diese beiden Expertisen gefragt sind. Ja, also einerseits geht es darum, wie können wir digitales Lernen in die Schule bringen? Und gleichzeitig stecken aber auch Schulen mitten in diesem Wandel drin. Ja, das heißt, all das Wissen, was ich aus Organisationsentwicklung habe, was ich weiß über, wie Veränderungen geschehen in Unternehmen jetzt, kann man natürlich auch gut auf den Schulkontext übertragen. Und ich fand das eben ganz spannend, was ihr letztes Mal beim Gedankenschach auch irgendwie diskutiert habt, weil diese Fragen, wie können wir Veränderungen initiieren und das Ganze vielleicht auch aus einer Graswurzelperspektive starten, ja, ohne dass wir jetzt darauf warten müssen, dass unser Föderalismus vielleicht abgeschafft wird. Genau diese Fragen stellen sich Unternehmen auch, weil die auch sich natürlich merken, dass sie sich verändern müssen. Vielleicht durch andere Arten, durch Disruption, durch veränderte Märkte, durch neue Technologien. Aber ich finde es gerade mega, mega spannend, dass wir jetzt im Bildungsbereich, dass das jetzt dort auch angekommen ist. Und Corona hat das quasi offensichtlich gemacht. Ja? Also es ist jetzt einfach notwendig, weil ohne diese Veränderung in der Organisation Schule können wir auch Digitalisierung nicht ganzheitlich gestalten. Genau, deswegen bin ich heute hier. Ich habe eure Folge gesehen und freue mich, dass wir da jetzt irgendwie drüber diskutieren. Genau, und aus dem Umfeld komme ich. Also offiziell bin ich HR-Coach und Beraterin für digitale Transformation mit eben viel Erfahrung aus dem Bereich vom digitalen Lernen. Und genau, freue mich einfach jetzt so ein bisschen vielleicht auch Input zu geben, wie das im Unternehmen läuft und dann einfach mit euch zu diskutieren, ja, wie Veränderung in Schule stattfinden kann oder stattfindet aktuell und so weiter und so fort. Also erstmal vielen Dank auch von meiner Seite, dass du überhaupt die Zeit genommen hast und dich bereit erklärt hast, deine Expertise mit uns zu teilen. Und für alle, die sich diese Folge jetzt anschauen sollten und nicht nur anhören sollten und sich fragen, wieso mein Bild so unfassbar schlecht ist, das liegt daran, dass es mein altes MacBook ist und es das nicht so gut verarbeiten kann, was man hier so sieht. Und deswegen ist mein Gesicht zur Hälfte irgendwie raus, aber es ist eigentlich gar nicht so wild. Das heißt, ich versuche ein bisschen weniger heute zu sagen. Du hast nämlich nicht nur eine Sache gemacht, dass du uns herangetreten bist und gesagt hast, ich kenne mich da aus, ich möchte mit euch diskutieren, sondern du hast auch gleich Fragen mitgebracht, was ich super spannend fand. Ja? Also das heißt, All-Inclusive-Paket bei dir. Und du hast nämlich auch gesagt,
Du hast mir die Frage gestellt, was man aus der Organisationsentwicklung von Unternehmen lernen könnte, also bei den Schulen. Und zwar im Bereich zum Beispiel, du hast genannt wie Enterprise Social Network. Und da würde ich aber tatsächlich gerne wissen, was heißt das überhaupt? Und was glaubst du denn, was man da in der Schule, also auf dieser Organisationsebene, gar nicht so in dieser Ebene von Lernen, sondern würde ich eben, wie organisiere ich mich da neu, was man da vielleicht übertragen könnte? Also es ist so, dass in großen Unternehmen, in Konzernen, so eine Einführung von so einem sozialen Enterprise Social Network, also ESN abgekürzt, das ist jetzt eine Technologie, die dahinter steckt, aber es kann genauso gut sein, dass, was weiß ich, die neue Office-Umgebung eingeführt wird oder das neue SAP-System, was auch immer, ja. In Unternehmen ist es so, dass die Einführung von solchen Systemen immer durch einen ganzheitlichen Organisationsentwicklungs- oder Change-Prozess begleitet wird. Ja, das heißt, wenn ich solche Systeme einführe, das ist auch nicht überall so. Ich gebe euch jetzt so ein Beispiel, wie es eben in großen Konzernen ist, die so eine eigene Personalabteilung haben, die eine eigene Organisationsentwicklung haben, die vielleicht auch ein eigenes Change-Management-Team intern haben. Dass man dann überlegt, wie kann man das begleiten, ja? Und da geht es nicht nur darum, wie können die Leute verstehen, wie man mit dieser Technologie umgeht, sondern auch, wie können wir den Wandel, der zum Beispiel jetzt mit so einem Social Network passiert, wie können wir den ganzheitlich begleiten? So, weil das Ding bereitstellen und dann warten, jetzt springen alle auf, funktioniert halt nicht. Und in Unternehmen gibt es da ganz tolle Konzepte und man denkt es tatsächlich immer mit diesen beiden Strängen. Mensch und Technik, ja. Das heißt, es gibt Unternehmen, da nennt sich das People Stream und Technik Stream. In anderen Unternehmen wird das begleitet durch ein Mentoring-Programm. Der Harald Schirmer von Continental, den ihr vielleicht kennt oder den die Zuhörer vielleicht irgendwie schon mal gehört haben, weil der auch sehr aktiv ist in sozialen Netzwerken, der hat das vor vielen Jahren bei Continental begleitet, als dort so ein Enterprise Social Network eingeführt wurde und hat mit seinem Team 12 Lernwege identifiziert, wie die Menschen sich mit der neuen Umgebung zurechtfinden wollen. Und die haben ein Konzept entwickelt, wo sie all diese Bedürfnisse irgendwie befriedigen. Ja, das heißt, es gibt die Möglichkeit, mit einem Handbuch per PDF sich mit dieser Software auseinanderzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, sich Videos anzuschauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass jemand vor Ort einfach zu dir kommt und dir das erklärt. Und gleichzeitig haben die so interne Coaches ausgebildet, also auch so Mentoren, die als Veränderungswirker an den jeweiligen Stellen dann die Veränderung auch mit treiben und mit initiieren. Ne? Also das heißt, die Leute bekommen noch mal intern wie so eine Art Change-Ausbildung, wo sie dann natürlich auch die Technik erklärt kriegen, aber auch so ein bisschen als Lotsen fungieren. Und die gehen dann in ihre Abteilung oder in ihre Unternehmensbereiche zurück und helfen dort einfach als Experten für die Technik, beziehungsweise auch als Ansprechpartner, machen auch so interne Fortbildungen dann und so weiter und so fort. Aber darf ich dir ganz kurz eine Sache fragen? Ja. Wenn du so erzählst, habe ich mich jetzt gefragt, also ich habe jetzt so gedacht, die Parallele für mich war jetzt, okay, wir führen dann eben so eine Umgebung ein, wie jetzt Moodle oder so oder eine andere Plattform im Bildungsbereich und dann müsste ja genau die gleichen Personen, die gleichen Ressourcen eigentlich auch im Bildungsbereich geben, um eine ähnliche Qualität zu erreichen. Genau. Das war die erste Überlegung. Die zweite Überlegung war bei mir jetzt aber, wenn die sowas machen, die Unternehmen, haben die auch dann schon ganz klar von Beginn an so ein Ziel vor Augen, wo sie hin möchten? Oder ist es eher so eine Prozessbegleitung im Sinne von, wir gucken, dass wir iterativ irgendwie die Prozesse für uns optimieren? Das würde mich interessieren. Also das habe ich tatsächlich jetzt gar keine Vorstellung. Also bei einem Enterprise Social Network muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären, ist letztendlich, also das führt man ja nicht einfach nur ein, weil man das einführt. Also ein Enterprise Social Network kann ein Teil von der neuen Office-Umgebung sein und ist letztendlich eine Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, Unternehmenskommunikation einfach zu verbessern. Ja? Und das heißt, wenn ich so ein soziales Netzwerk in einem Unternehmen einführe, dann muss ich auch die Kulturtechniken etablieren, dass dieses Netzwerk auch mit Leben befüllt wird, weil sonst steht es ja irgendwie in der Ecke und die Leute gucken sich das an und da ist aber nichts los, das ist tote Hose.
Das heißt, das Unternehmen überlegt sich schon im Rahmen seiner Change-Strategie, was denn jetzt das Ziel sein soll, beziehungsweise warum ist uns dieses soziale Netzwerk im Unternehmen wichtig. Und dementsprechend gibt es auch Strategien, die sagen, wir wollen irgendwie unsere Kommunikation verbessern, wir wollen mit Working Out Loud irgendwie arbeiten. Das gibt es schon. Ja, aber ich glaube, das hängt auch vom Unternehmen ab, ob die wirklich, also meistens ist dieses Tool nur ein winziger Baustein von einem riesigen Veränderungsprozess, ja, weil so ein soziales Netzwerk an sich, das einzuführen, ist ja nicht, ist oft nicht der alleinige Change-Prozess, sondern dahinter steckt noch viel mehr. Dahinter steckt im Prinzip der Wunsch, sich als Unternehmen zu öffnen, Kommunikation innerhalb der Unternehmensbereiche zu optimieren, einfach da mehr Austausch zu schaffen und aber auch mit dem Kunden zum Beispiel, na, mehr in Dialog zu treten. Das heißt, es ist dann Teil von der umgreifenden Change-Strategie. So, und was war jetzt deine Frage? Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Nee, das ist gut, dass du gesagt hast, weil während du gesprochen hast, habe ich mich wieder verglichen, überlegt, wer Ja. ist das denn so im Bildungsbereich? Ich würde behaupten, nein. Ich würde Genau. sagen, wenn diese Plattformen eingeführt werden, oder dann ist tatsächlich nicht das Ziel, all die Ziele, die du gerade genannt hast, ich hätte Ja. jetzt bei keinem gesagt, ich glaube, das ist ein Ziel, wieso das eingeführt wird, sondern eher im Sinne von, ich möchte Prozesse optimieren oder irgendwie digitalisieren, aber nicht ansatzweise eine Kommunikationskultur verändern. Oder Philipp, Genau. oder täuschst du, vielleicht sehe ich es auch völlig falsch, ich weiß es nicht. Nee, Philipp. also ich denke, beim Unternehmen ist es ja auch immer so mit so gewissermaßen dem Kern des Unternehmens, was überhaupt die Wertschöpfung betrifft oder was das Unternehmen überhaupt leisten kann. Denke ich, ist es verbunden. Also es ist wie klar, es hat so einen Sinn. Und das ist halt bei Schulen, denke ich, teilweise so fraglich. Ja, weshalb machen wir das jetzt? Also, dass es immer einen Teil der Lehrerschaft gibt, die sagt, ja, jetzt führt ihr das ein, irgendwie Moodle, wenn wir jetzt dabei bleiben wollen. Und damit macht ihr eigentlich das kaputt, was unsere Bildung ist. Also ein Teil empfindet das immer als, das ist nicht etwas, was uns weiterbringt oder was Kommunikation optimiert, sondern es ist etwas, was unser Kerngeschäft gefährdet, was Kommunikation erschwert oder zerstört. Und das frage ich mich jetzt, wie man das vielleicht in Unternehmen, also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass du sagst, es gibt diesen Technologiestrang, also das einfach mal einzuführen, das reicht nicht, sondern es braucht dann noch diesen People-Strang oder Menschenstrang, dass man sagt, ja, man weiß, Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf und man muss sie da wie abholen und ihnen manchmal vielleicht ganz unterschiedlich erklären, weshalb sie jetzt was anders machen sollen, als sie es vorher gemacht haben. Aber gibt es Ja. das auch so in Unternehmen, dass es wie vielleicht Bereiche oder bestimmte Persönlichkeitstypen gibt, die sagen, nee, wir haben das jetzt schon immer so gemacht und dann Ja. kommen und erzählen, wir machen es jetzt anders. Und wie geht man dann mit denen um, sagen wir mal, das sind so die Verweigerer. Was Ja. macht man in einem guten Change-Prozess mit dieser Gruppe von Menschen? Da sprichst du was ganz Tolles an, weil die gibt es natürlich auch in Unternehmen. Und das, was ich ja erzählt habe, ist der Optimalfall, ja. Also nicht, dass ihr glaubt, dass das überall so läuft. Es gibt auch Unternehmen, die gar keine eigene Change-Abteilung haben und die das genauso machen. Die stellen einfach das Tool hin oder führen jetzt durch das Homeoffice, was jetzt nötig ist, führen die jetzt eine Office 365-Umgebung ein, wo auch Microsoft Teams vielleicht Teil ist, ja, und wo die Mitarbeiter jetzt, weil sie im Homeoffice sind, dazu angehalten sind, mit Teams kollaborativ zu arbeiten, aber die haben gar keine Einführung, ja, die waren einfach davor gesetzt und müssen jetzt irgendwie sich da schwimmen und machen und so weiter. Das, was ich erkläre, ist der Optimalfall und der findet sich oft in Unternehmen, die Ressourcen und Geld dafür zur Verfügung haben. Aber mir ist durchaus bewusst und ich weiß auch, dass Mittelständler das vielleicht durchaus anders machen. Ja? Was auch nicht heißt, dass das jetzt immer schlecht ist, aber wenn man es ganzheitlich denkt, und da muss ich jetzt wieder als Expertin aus der Organisationsentwicklungssicht sprechen, ist es einfach wichtig, das immer zu bedenken, wenn ich Veränderungen einführe und auch eine Technik und ein Tool. Bei den IT-Systemhäusern nennt sich diese Ebene Adoption, ja, also wie nimmt der Kunde oder wie nehmen die User dieses System an, wie adaptieren die das? Und das ist eben ganz wichtig zu bedenken und da nicht nur Handbücher bereitzustellen und irgendwie Anleitungen und zu zeigen, wie funktioniert es, sondern immer auch zu erklären,
Warum nutzen wir dieses Tool jetzt? Und was steckt eigentlich dahinter? Und wenn ich halt ein soziales Netzwerk einführe, dann steckt dahinter, dass ich Kommunikationsprozesse verbessern möchte, dass ich Austausch verbessern möchte. Und wie fange ich damit an? Ja, das funktioniert eben auch nicht, wenn ich das hinstelle, sondern ich muss mir Experten oder wie sagt man das so Key-User suchen, Leute, die irgendwie Bock darauf haben und die einfach dann anfangen. Und die dann anfangen mit einem Auftrag vielleicht, aber auch weil sie einfach Lust darauf haben, weil sie das Tool schon aus anderen Kontexten kennen, weil sie irgendwie Interesse haben und die fangen dann einfach an. Und dann entwickelt sich Stück für Stück da irgendwie so eine kleine Gemeinschaft. Da postet jemand einen Beitrag, der andere teilt es, der liked es. Dann stellt plötzlich vielleicht jemand ein Video rein und dann sehen das die anderen. Und so entwickelt sich langsam so ein Pflänzchen. Es gibt auch Unternehmen, die haben wirklich, die binden diese aktiven Vorreiter oder wie man sie auch immer nennen mag, Leuchtturm, Vorgeher, aktiv ein, ja, und treiben das quasi damit, dass sich das so Stück für Stück entwickelt. Aber auch das ist jetzt kein Prozess, der geschieht innerhalb von Monaten. Bei manchen dauert es Jahre vielleicht, ehe das so richtig mit Leben befüllt ist. Aber das kann man halt nutzen. Das heißt, man aktiviert Menschen, die dann leichten Zugang haben und die fangen dann einfach mal an. Und dann sehen die anderen, boah, da kann man ja das und das tun. Oder der hat da das und das geschrieben. Und damit entwickelt sich das so Stück für Stück weiter. Das heißt, die Idee, die dahinter steckt, ist neugierig machen. Ja, also Aber Miriam, darf neugierig ich da, machen, da nochmal nachfragen? zeigen. Jetzt nehmen wir diese, ich weiß nicht, wie sie genannt hast, Key-User. Key User, genau, und die Userin, dass wir die jetzt irgendwie jetzt rauspicken. Und jetzt habe ich denke für mich immer Parallelen mit dem Schulkontext nach. In meiner Erfahrung nach ist so, dass diese Menschen eigentlich Leute sehen, die zum Beispiel auch wiederum so eine Reibungsfläche schaffen. Das heißt, meistens sind es ja Menschen, die irgendwie, denen es nicht schnell genug geht und die auch dann irgendwie was bewegen wollen. Und deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Unternehmen das ähnlich ist, dass natürlich das wiederum das Personen sind, die eigentlich jetzt vorantreiben wollen und Gas geben wollen und manche da überfordert sind und dann eher nochmal zurückschalten oder es eben eher sie einfach abschreckt. Das heißt, weißt du, wie man da ein Unternehmen mit, also wie werden die Unternehmen so eingesetzt, dass sie in dem Fall nicht also eine Gegenbewegung auslösen, sondern wirklich auch als jemand fungieren oder agieren oder wirken, der Leute mitzieht. Also ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept, ja. Sicherlich ist vielleicht eine Idee, einfach auf mehrere Pferde da zu setzen, auf mehrere Zugpferde, nicht nur auf ein, zwei. Das ist jetzt bei einer Schule natürlich was anderes mit einem Kollegium von 60, als wenn du ein Mittelstand, großer Mittelstand oder ein Konzern bist mit vielen tausend Mitarbeitern, ja, oder global auch noch. Das heißt, wenn du so ein Social Network in mehreren Standorten ausrollst, dann hast du da vielleicht auch noch andere englischsprachige, was weiß ich, da entsteht also in verschiedenen Bereichen dann irgendwas, ja, wenn du alle Unternehmensbereiche da integrierst. Was du jetzt sagst, beruht so ein bisschen auf der Annahme, dass es da Widerstände gibt. Ja, und ich merke manchmal oft, dass wir uns nicht trauen, Dinge zu verändern, weil wir immer Angst vor den Reaktionen haben oder Angst, dass da Widerstand kommt und Angst, dass was passiert. Was ich immer glaube, ist, es muss einfach diese Menschen geben, die diesen ersten Schritt machen. Und die müssen ihn machen und dann können sie gucken, was passiert. Ja, und dann kann man wieder überlegen, ne, ist das jetzt schon so weit, dass die Leute da angeregt werden oder braucht es vielleicht noch mehr? In Unternehmen gibt es ja übrigens auch nicht nur die Key-User, die dann Beiträge posten, sondern nebenbei läuft vielleicht noch eine Kampagne, wo der Abteilungsleiter in Abteilung XY anfängt, wöchentliche Videocasts zu machen, ja, die dann da auch in das soziale Netzwerk einstellt. Ja, das heißt, es gibt da mehrere Punkte, wo diese Befüllung von diesem oder das Leben von diesem Netzwerk initiiert wird. Aber letztendlich startet es damit, dass man anfängt, ja, und dann guckt, was passiert. Und ohne Angst, jetzt irgendwie jemand auf die Füße zu treten oder irgendwen zu verschrecken. Wenn ich jetzt noch mal kurz in Bezug auf die Schule einhaken darf, also was es sicher gibt, sind diese Key-User in der Schule. Also da gibt es auch verschiedene Begriffe dafür. Vielleicht kennst du diese Bleistift-Metapher, wo man sagt, ja, es gibt diese Spitze beim Bleistift,
Und das wären dann so sowas wie Pionierinnen. Und dann gibt es halt hinten auch die, die sowas wie Bremsen. Und dann, was ich jetzt auch bei dir gehört habe, es wäre gut, wenn Schulleitungen oder Personen, die vielleicht Vorgesetzte sind in den Kultusministerien und so weiter, wenn die damit auch vorangehen würden, also wenn deutlich wird, die können auch diese, also sagen wir, die neue Technologie einsetzen, die leben auch die Kultur, die damit verbunden ist, das habe ich jetzt auch rausgehört. Aber wenn ich jetzt vielleicht so persönlich ein Beispiel machen darf, ich bin jetzt seit 10 Jahren, sagen wir ungefähr, so unterwegs, dass ich, sagen wir, vielleicht die Dinge, die ich mache, ist, ich teile eigentlich alles, was ich habe. Also wenn ich was gemacht habe, dann findet man das im Netz. Ich teile auch unfertige Dinge und ich diskutiere. Also wenn ich eine Meinung zu etwas habe, dann diskutiere ich die eigentlich offen im Netz. Und wenn ich jetzt aber Weiterbildungen mache mit erfahrenen Kolleginnen und wenn ich aber auch Studierende habe bei mir im Seminar und ich sage dann, hey, schaut mal, wenn ich Unterricht vorbereite, dann mache ich das auf meinem Blog. Es können alle mitdiskutieren. Ich speise das immer wieder bei Facebook, bei LinkedIn, bei Twitter speise ich das ein. Ich kriege Feedback, ich kann das optimieren und ich kann so ganz viele Leute kennenlernen, die an ähnlichen Themen arbeiten. Das ist eine super Sache. Also Win-Win für die, die da mitlesen und für mich, die ich Feedback bekomme. Und dann am Schluss, wenn es dann entscheidend wird, sagen die Leute immer, ja, finde ich ganz interessant, aber ich würde mein Projekt lieber doch so lassen, dass wir es nicht veröffentlichen. Also ich möchte es lieber nur bei mir behalten. Die Studierenden sagen dann, ich möchte lieber nicht einen Blog, ich möchte es lieber aufs Uni-LMS hochladen, wo es niemand sieht, also wo es dann wieder weg ist. Also irgendwie kann ich Ihnen das zeigen und ich kann das seit Jahren, mache ich das so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Funke springt da irgendwie nicht so richtig auf die Masse über. Oder Dejan, würdest du das, siehst du das anders? Oder sagen wir, die, die das auch so machen, die wachsen nicht so schnell, wie ich das gehofft habe oder denken würde, wie schnell Wobei die. man natürlich immer unterscheiden muss, das eine ist ja ein Netzwerk also innerhalb eines Systems, das heißt für eine Schule. Also und das war natürlich der Vergleich zum Unternehmen. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja nochmal dieses Internets, ne? Und das ist noch ein bisschen Öffentlich. größer und nochmal eine andere Ebene. Also da sind schon die Ja. Hürden, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Hürden da nochmal deutlich größer sind, weil man natürlich auch dann die Sachen liest und hört, wie Leute im Netz einem begegnen und da die Ängste nochmal andere sind. Also ich glaube tatsächlich, aber ich sehe es so auch so wie du, aber ich glaube, dass die Hürde aber nochmal eine größere ist, weil einfach Aber der Raum ein anderer ist. klar, ich kann es natürlich auch, also ich könnte es auch intern erzählen, das wäre vielleicht nicht so gut, aber ich kann nur sagen, bei Schule, nicht bei meiner, ist es auch so, dass es intern in diesen, also wenn man sowas hat, dass es da noch, sagen wir, Luft nach oben gibt oder dass es nicht die breite Masse ist, die dann das auch so nutzt, wie es vielleicht gedacht ist, sondern die versucht eigentlich, sagen wir, ein altes Mindset, wenn vielleicht da noch dazu kommen, welches Mindset es da braucht, umzusetzen mit der neuen Technologie. Also sie weiterhin versuchen, Mails zu schicken mit Word-Dateien, die angehängt sind. Und wenn sie das jetzt nicht mehr mit Mail und Word-Datei machen können, dann machen sie einfach in Moodle, schicken sie Mails mit Word-Dateien, weil sie denken, dass es der richtige Weg wäre. Und sie merken nicht, dass das jetzt nicht mehr das ist, was eigentlich gewünscht wäre oder wo die Reise hingeht. Aber sie versuchen, wie noch da zu bleiben, wo sie schon sind oder wo sie sich sicher fühlen. Da sprichst du was Gutes an, das ist Sicherheitsbedürfnis, ja? Ich muss immer schmunzeln, wenn ich höre und wenn ich auch merke, wie zäh Veränderung in einem Bildungssystem ist. Und ich sage immer, der Schlüssel liegt einfach daran, dass im Bildungssystem Beamte arbeiten und Beamte haben von Natur aus ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Das ist einfach Fakt, weil sie haben die Beamtenlaufbahn gewählt, weil sie einen sicheren Job wollen. Ja, das heißt, Sicherheit spielt eine ganz große Rolle. Und Menschen, die sicherheitsorientiert sind, die tun sich mit Veränderungen natürlich schwer. Ja, was ich aber auch immer bedenken muss und was ich auch immer so mitgebe bei all diesen Prozessen, und das müssen Unternehmen auch machen, ist immer das Warum immer, immer wieder betonen. Ja, also warum ist es so wichtig, sich zu öffnen und Inhalte zu teilen? Ja, weil wir voneinander lernen wollen. Warum ist es wichtig, dass wir auch in der Schule fächerübergreifend uns austauschen, dass ein Kollegium zusammenarbeitet? Ihr könnt mir gerne das gleich erzählen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so mit Kollegien rede, ich begleite auch Schulen inzwischen,
dass das für viele ein Prozess ist, der vielleicht seit ein, zwei Jahren so langsam wächst. Aber früher hat jede Lehrkraft ihren Unterricht vorbereitet und da war überhaupt nicht interessant, was die Nachbarlehrkraft oder die von der Parallelklasse macht. Und das sind halt Dinge, die in Unternehmen unvorstellbar sind, wenn wir auf die Zukunft blicken. Natürlich gibt es auch Unternehmen und Unternehmensbereiche, wo es genau solche Probleme gibt, ja. Aber wenn wir in die Zukunft schauen und wenn wir sehen, wie sich unsere Welt verändert mit der Disruption, mit so einem Virus, mit Technologien, die da kommen, mit einem Unternehmen wie Tesla, was da plötzlich in eine Automobilstadt in Nordostdeutschland baut, dann kann unsere Zukunft nur bewältigt werden, indem wir uns verändern und Zusammenarbeit zum Beispiel neu denken in Form von Kooperation. Ihr kennt auch diese 21st Century Skills oder die 4Ks, wie sie auch heißen. Das heißt, Kooperation, Kollaboration ist ganz zentral, ein zentrales Element. Ja, und das in Schule erstmal zu etablieren, ist, glaube ich, auch schon echt ein ganz krasser Schritt. Aber jetzt hast du gesagt, also ich nehme für mich tatsächlich jetzt schon mal mit, also ist mein Hot Take für heute Abend, also eine der vielen jetzt schon, dass man noch stärker auf dieses Warum oder immer wieder auf dieses Warum verweisen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp. Ich habe jetzt aber tatsächlich überlegt, also eigentlich mache ich das ganz häufig in Vorträgen, dass ich dieses Warum hervorhebe. Das heißt, zum einen erstmal den Kontext aufzeige, das heißt, die Transformationsprozesse, dann auf die Kultur der Digitalität hinweise, dann auf die Notwendigkeiten einfach, die daraus entstehen. Aber ich habe tatsächlich häufig den Eindruck, dann, wenn ich auf dieses Warum verweise, dass dann ganz viele einfach dann, wenn dieses Warum nicht für sie betrifft, also das heißt, wenn ich zum Beispiel erkläre, das ist notwendig, weil das und das, und sagt ja, aber das, was du jetzt erklärt hast, betrifft mich jetzt gar nicht oder ist nicht spürbar, dann erreiche ich sie nicht. Und das Problem ist einfach, dass im Schulbetrieb einfach viele Bereiche da sind, wo dieses Warum nicht ankommt. Das heißt, Schule ist ja schon nochmal so ein eigenes System, was letzten Endes, wenn man ganz böse ist, völlig losgelöst von der Welt funktionieren kann. Das heißt, ich könnte jetzt Dinge machen, also wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich sagen, ich könnte 100 Jahre lang das Gleiche machen wie immer. Die sitzen gleich da, die haben die gleichen Schulbücher, die würden die gleichen Sachen machen und niemand wird irgendwas sich beschweren, weil jeder schon so gemacht hat, jeder so schon erlebt hat und das war schon immer so. Und schließlich hat es uns ja nicht geschadet. Das heißt, und da jetzt reinzugehen, zu erklären, dass etwas, das Warum da ist, was die jetzt bewegen soll, dich zu verändern, das empfinde ich als wahnsinnig schwierig. Hast du da vielleicht nochmal als explizit Tipps für den Schulalltag, wie wir noch ein bisschen erfolgreicher sein können bei dem, was wir so versuchen? Also, wenn es für euch dieses Warum interessiert, es gibt von Simon Sinek auch einen ganz tollen Clip und ich glaube auch einen TED-Talk zu diesem Why, What and How, also dieser Golden Circle, ne, der ist im Unternehmenskontext Veränderungen auch ganz wichtig. Ne? Das heißt, ich muss mir, wenn ich ein Unternehmen bin, immer erst überlegen, warum mache ich das? Das steht im Kern. Dann, jetzt nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, dann kommt irgendwie How, also wie tue ich das? Und erst am Ende das What, was will ich eigentlich machen? Ja? Und so kann ich Marketing aufbauen, so kann ich Unternehmensveränderungen aufbauen und so weiter. Das heißt, das Warum oder Purpose, wird es Neudeutsch genannt, ist ein ganz wesentlicher Kern, um Veränderungen hinzubekommen. Und was du meintest gerade, dass sich da nicht jeder berührt fühlt, ist natürlich was Wichtiges. Ne? Deswegen gibt es inzwischen auch Kritiker, die sagen, naja, so mit so einem Unternehmenspurpose, da kann halt nicht jeder was mit anfangen. Jeder hat doch einen eigenen Purpose in sich, ne? Also da einen eigenen Sinn. Warum bin ich hier? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ne? Das heißt, da muss man immer noch mal ein bisschen gucken, wie man das vielleicht verbindet. Ja, diese Unternehmensvision oder diese Schulvision, das Schulkonzept, was da vielleicht jede Schule hat, mit dem Individuellen der Lehrkraft. Die eine Lehrkraft ist vielleicht wirklich ein Lehrer aus Leidenschaft, die sagt, ich will die Kinder fit für die Zukunft machen. Und die andere sagt vielleicht, na, ich will jetzt noch meine 5 Jahre bis zur Rente machen. Das heißt, die hat andere Ziele und andere Wünsche. Das muss man auch respektieren, ja, das muss man auch annehmen. Deswegen bin ich kein Fan von diesem Mindset-Thema und von dem Mitnehmen, also Mitnehmen als Wort, ne? Kennt ihr bestimmt auch, wenn man jemanden mitnimmt, dann sieht er mal sehr mitgenommen aus. Das heißt, was ich aus Change-Perspektive, aus Organisationsentwicklungsperspektive mitgeben kann, ist, dass Veränderung eigentlich nur gelingt, indem ich
Angebote mache, indem ich neugierig mache, indem ich irritiere, übrigens eine ganz tolle, tolle Möglichkeit, Menschen zu irritieren. Ich habe das mal im Unternehmen gemacht. Ich habe mal im Besprechungsraum einfach alle Möbel rausgeräumt vor der nächsten Besprechung. Dann mussten die Leute stehen und die waren alle verdattert und verdatzt, aber das Meeting lief anders ab dann, ne? Ohne Möbel. Aber gab Das es noch ein heißt, zweites Meeting mit dir oder warst du dann nö, gefeuert? war alles gut. Ich hab das im Nachhinein schon erklärt, ne? Aber das heißt, wenn ich so Irritation erzeuge, dann habe ich oft einen Moment, wo ich die Leute an einem Punkt kriege, vielleicht, wo sie zugänglicher sind. Und was ich auf die aktuelle Situation immer sage, ist, wir sind gerade in einer ganz wilden Zeit, die so verrückt ist, auch im Bereich Schule, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, diese Themen mal auf den Tisch zu bringen. Nicht, dass wir eine Lernplattform brauchen, dass wir ein neues Schulverwaltungssystem brauchen, sondern viel tiefer, dass wir Schule verändern müssen und dass diese Tools uns vielleicht als Werkzeug dienen, um Kommunikation in der Schule zu verbessern, um Kooperation zu verbessern, um den Schülern Kooperation untereinander zu ermöglichen, dass auch die plötzlich nicht mehr nur für sich lernen, sondern auch miteinander lernen und so weiter. Das heißt, ich muss eigentlich viel tiefer ansetzen und erstmal dieses Warum klären und dass diese Tools nur ein Werkzeug sind und dass man auch das irgendwie hinkriegt, mit Hilfe, mit Unterstützung, damit zurechtzukommen, dass jeder begleitet wird. Auch das finde ich übrigens ganz wichtig und es tut mir immer leid, wenn ich sehe, wie die Weiterbildungsinstitute in den Bundesländern einfach immer ihre Webinare rauskloppen und es dann den, ich sage immer, den Lehrern hinstellen, jetzt friss mal, ne? Weil ich der Meinung bin, eigentlich braucht jede Schule einen eigenen Change-Beauftragten, der nur diese Schule begleitet über ein Schuljahr. Ja, Aber das, wenn das ihr ist halt, das heißt, du musst, also auch die Leute müssen ein Gefühl dafür bekommen, dass sie in der Art, wie sie unterstützt werden, brauchen, dass sie da den richtigen Zugang kriegen in der Art, was sie. Der eine braucht, muss an die Hand genommen werden, der andere braucht vielleicht wirklich nur Input und so weiter. Das heißt, jetzt, wo wir in dieser Krise sind, in dieser Situation, wo es in uns auch ganz wild und wühl aussieht, wäre es eigentlich an der Zeit, sich im Kollegium hinzusetzen und einfach über diese richtig wichtigen Dinge zu sprechen. Was ist eigentlich unser Auftrag als Lehrer? Warum sind wir hier? Was wollen wir eigentlich tun? Ja, also man kann damit anfangen. Vielleicht gibt es auch welche, die dann sagen, na ja, was willst du jetzt schon wieder von mir? Aber es einfach mal zu tun und mal darüber zu sprechen und sich als Mensch zu begegnen, ja, das schafft einen Zugang, um dann auch all diese anderen Themen Stück für Stück zu bearbeiten. wenn ich kurz den Bogen schlagen darf, in der ersten Folge von Gedankenschach haben Dejan und ich darüber gesprochen, ob jetzt eigentlich diese Corona-Krise, ob das die Schulen einen Schritt weiterbringt in Bezug auf die Kultur der Digitalität. Und ich habe dann eigentlich die starke These geäußert, dass die Schulen noch nie so weit weg waren. Und jetzt denke ich, hat sich wieso noch mal eine neue Einsicht ergeben. Und da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Dieses, wie du das jetzt schilderst, dass die Schulen merken, okay, es braucht vielleicht dieses Why und wir müssen uns überlegen, was machen wir da, und vieles hat sich aufgelöst, was so als gegeben angeschaut worden ist, wie beispielsweise Präsenzunterricht. Da denke ich, haben jetzt viele Schulen auch einen Schritt gemacht und haben Konzepte entwickelt, haben auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen partizipativ Möglichkeiten ausgelotet. Auch die Lehrkräfte sind wie bereit, mal was auszuprobieren, weil sie was ausprobieren mussten. Aber jetzt, und ich würde auch sagen, die Leute, die Weiterbildungen zur Verfügung stellen, auch bei den Kultusministerien gibt es ganz, ganz viele, die sich enorm engagieren und die versuchen auch so einen Change voranzutreiben. Aber wir sind in der Situation, dass einfach wie so, ich habe heute gesagt jemandem, das ist wie so ein Blutschwur, dass ganz oben einfach gesagt wird, und wir ziehen die Präsenz jetzt durch. Und es gibt null How, also oder null Why, sollte ich jetzt sagen. Also es gibt nicht einen Grund, warum man das macht, sondern der Grund ist einfach, wir haben das jetzt beschlossen oder wir erklären es nicht einmal, sondern es ist so. Und das nehme ich im Moment wahr, dass das sehr viele Menschen frustriert, weil die eigentlich gerne was ausprobieren würden, weil sie gerne auch die Konzepte ausrollen würden, die sie haben, aber sie dürfen jetzt nicht, weil man einfach sagt, wir machen jetzt einfach so weiter, wie wir es beschlossen haben. Und das
Ja, ich weiß nicht, merkst du das auch, siehst du das auch, hast du da vielleicht auch Erfahrungen damit, wie geht man damit um, wenn der Change-Prozess wie so ein Brocken im Weg hat, den man gerne weghaben würde, aber der ist jetzt einfach noch da oder es gibt so eine Belastung, dass man wie etwas nicht ändern kann, was man gern ändern würde. Der Unterschied ist vielleicht einfach, dass wir ein staatliches Bildungssystem haben und da Strukturen haben, die sehr hierarchisch sind. Ja, in Unternehmen, wenn wirklich so ein Change-Prozess ansteht, ist ja auch von der Unternehmensleitung mitgetragen. Ansonsten ist es kein Change-Prozess, sondern vielleicht eine Graswurzelbewegung in einem Teil von dem Unternehmen. Ja, das ist natürlich erschwert, Veränderungen in dem System Schule. Das stimmt. Aber ich würde immer, und da rede ich jetzt so ein bisschen aus Coach-Perspektive auch, ich würde immer gucken und würde mich frei machen von diesem Gerüst und frei von diesem Stein oder von dieser Last, die da irgendwie liegt. Ja? Das Kultusministerium hat vielleicht Hoheit und hat irgendwie Instanzen und gibt Regel vor und gibt Wege vor. Und in NRW wird dann der Stadt Solingen untersagt, diesen Sonderweg zu gehen. Aber trotzdem kann ich ja im Team, im Kollegium versuchen, wie können wir trotz allem, trotz dieser Hürden, trotz dieser Barrieren, trotz all diesem Mist, der uns auferlegt wird, einen Raum schaffen, wie wir uns miteinander wohlfühlen und wie wir miteinander klarkommen, wie wir auch mit den Schülern begegnen können, ja? Und wenn es einfach ist, dass ich, und ich glaube, Bayern ist da jetzt schon einen Schritt vorgegangen. Die Anzahl der Klausuren oder der Prüfungen irgendwie zu reduzieren, die bis Ende des Schuljahres geschrieben werden müssen. Und wenn ich einfach nur sage, Leistungsmessung ist jetzt einfach erstmal nicht wichtig, sondern wir sind in der Krise, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Zahlen immer weiter hochgehen. Wir müssen jetzt einfach irgendwie mit den Kindern mehr und enger zusammenrücken, auch wenn es nicht räumlich ist, ne? Aber wir müssen da irgendwie erstmal eine Ebene schaffen. Oder wir versuchen im Kollegium vielleicht, so wie ich mit Philipp vorhin überlegt hatte, irgendwie Unterricht zu entzerren, Klassen aufzuteilen, dass ein Teil rausgeht, draußen, was weiß ich. Es gibt wirklich ja interessante Konzepte und auch Ideen. Das heißt, sich frei zu machen von diesem, ich bin Teil des Systems, das mich einschränkt und mir eine Last auf die Schultern legt, hinzugehen zu, was kann ich trotzdem tun, trotz allem? Oder was können wir tun, dass wir innerhalb des Gefängnisses, innerhalb des Korsetts Freiheit erleben können? Das Das wäre dann klingt so ein jetzt bisschen ganz pathetisch. der Ansatz der positiven Psychologie, wenn ich es richtig verstehe. Weil ich mache tatsächlich gerade mit dem Ethikkurs genau das. Da haben wir auch eben uns verschiedene Beiträge angeschaut und wo eben auch gesagt wurde, dass man eigentlich so ein bisschen aufgrund der Kultur der Digitalität auch relativ häufig Sachen gespiegelt bekommt, die einfach so super sind und erfolgreich sind und toll sind. Also in sozialen Netzwerken zum Beispiel posten einfach Menschen nicht, dass sie irgendwie eine Tragödie erlebt haben zum Beispiel, sondern in der Regel eigentlich ja nur schöne Momente. Und so entsteht so ein Eindruck bei Leuten, dass sie immer, dass das die Norm ist und dass das Normale ist und hat so eine Unzufriedenheit, so eine Grundunzufriedenheit. Und dass man eigentlich wieder so einen Fokus darauf lenken muss, auf die Dinge, die eigentlich gut sind und für die man dankbar ist. Vielleicht jetzt eben in Richtig. diesem Kontext, dass man sagt, okay, ich muss jetzt den Fokus richten auf die Bereiche, in denen ich eigentlich was bewegen kann. Das heißt, Richtig. diese Räume zu suchen und sich nicht zu stark damit zu beschäftigen, was nicht geht. Also wenn ich Ja. das richtig verstanden habe. Ja, genau das ist es. Und das betrifft nicht nur Schulen, das betrifft jeden Menschen im Privaten, weil wir ja auch eingeschränkt sind durch die Kontaktbeschränkungen, durch, ne, was weiß ich, Restaurants sind nicht offen, ja? Aber ich kann ja trotzdem vor die Tür gehen und meinen Waldspaziergang machen. Ich muss mir also wirklich meine Räume suchen, wie ich trotzdem ich sein kann und bei mir sein kann und sich nicht so sehr von dieser Bürde der Strukturen des föderalen Systems, was weiß ich, abschrecken lassen. Ja? Das heißt, einfach gucken, was ist möglich, was können wir gehen und wie kann es uns als Schüler und wie kann es uns als Lehrkräften auch gut gehen, weil das, was ich gerade sehe, wie wirklich Lehrkräfte ausbrennen, völlig fertig sind, das ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen denke ich halt gerade,
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich so nah sein kann als Mensch wie sonst nie, ja, wo wir verletzlich sind auch, ja, und wo wir diese ganzen, lass uns über Tools reden, wo wir das vielleicht ein Stück zurückpacken oder das als Werkzeug wirklich begreifen. Aber dadurch, dass wir uns als Mensch nah sind, eben vielleicht auf dieser Veränderungsebene wirken können, ja. Weil Veränderung geschieht ja auch nur, wenn das Team, also wenn das Kollegium zusammenwächst. Und das ist jetzt eben so ein Zeitpunkt, wo man zwangsweise zusammenwachsen muss, um durch diese Krise zu kommen. Genau. Jetzt hätte ich noch eine Frage, bevor wir dann vielleicht so noch in die Schlussgerade einbiegen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, vielleicht in einem Jahr ist alles ein bisschen besser und die Schulen sind wie wieder nicht daran, eine Krise zu bewältigen, sondern blicken so ein bisschen in die Zukunft. Und jetzt kommt eine Schulleiterin zu dir und die sagt, ich würde gerne so einen Change-Prozess aufziehen an meiner Schule. Es läuft, einiges läuft bei uns gut, anderes läuft nicht so gut. Wir sind also eine durchschnittliche Schule. Jetzt kannst du bei uns sowas wie eine agile Beratung, ein agiles Coaching machen, uns helfen, einen Schritt vorwärts zu machen. Was wären da so die drei Tipps oder die drei Ansätze vielleicht, die du verfolgen würdest, um eine Schule ja, da zu begleiten oder zu stärken in so einem Change-Prozess. Hey, jetzt kann ich Werbung machen. Ja, darum geht es eigentlich, genau. Das ist jetzt ein Moment, ja. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ja. Ich habe einerseits natürlich den Ansatz, dass ich mit einer sehr werteorientierten Begleitung arbeite, die auch so ein bisschen auf dem integralen Modell aufbaut. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das heißt, ich arbeite im Prinzip mit dem, was im Team vorhanden ist, mit den Kompetenzen und bin da sehr auch menschenorientiert. Ja, das heißt, Schulentwicklung begreife ich tatsächlich aus der Perspektive, was ist schon da, was gibt es für Kompetenzen im Team und wo möchte das Team eigentlich hin oder wie will die Schule sich entwickeln, in welche Richtung. Gleichzeitig habe ich im Hinterkopf natürlich aber diese Themen digitales Lernen, Kompetenzen der Zukunft, ne, Zusammenarbeit, Stärken und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen dann, wo ich auch beratend natürlich tätig sein kann. Ich glaube, dass Schulentwicklung jetzt gerade eben durch diese Krise an einem Punkt ist, also jetzt sind wir alle erstmal im Überlebensmodus, ne? Also wenn man die Change-Kurve anguckt, dann sind wir jetzt gerade oben im Überlebensmodus und auch im Tal der Tränen und am Ende kommt dann wieder die Kurve nach oben. Langfristig aber ist vielleicht jetzt tatsächlich der Grundstein gelegt, wo man merkt, man will sich vielleicht verändern, man will sich neu ausrichten. Das heißt, wenn dann wieder die Krise, also wenn es besser ist, dann tatsächlich als Kollegium zu sagen, ja, wir haben jetzt gelernt miteinander und wir wollen jetzt Dinge neu machen. Wir wollen jetzt lernen, irgendwie kooperativer gestalten bei uns. Wir wollen neue Formate mit Techniken in Hacker Lab oder was auch immer, ja. Das kommt also wirklich darauf an, wie die Schule, wie die sich entwickeln möchte, wo die hin möchte. Also entweder man berät entsprechend der Ideen, die schon da sind, oder man sagt wirklich, startet von Grund auf mit einem Organisationsentwicklungsprozess. Und da ist mein Ansatz, das ist eben meiner und andere fahren dann anderen, hinzugehen, was ist denn im Team schon da? Wo möchte das Team hin oder wo möchte die Schule hin und wie kriegt man da eine Schnittmenge hin und wie kann man da Dinge entstehen lassen. Und da spielt natürlich auch die Haltung jedes Einzelnen eine Rolle. Also mit Haltungsmodellen kann man da auch arbeiten und so weiter und so fort. Ja, also das kann ich so einfach mal spontan mitgeben, aber wer sich dafür genau interessiert, der muss mich da nochmal ansprechen. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich auch ganz wichtig finde, nicht immer nur die Lehrkräfte in den Blick zu nehmen, sondern auch die Schüler. Und da erlebe ich gerade auch noch eine Diskrepanz in der Schule und das ist dieses Thema Leistung erbringen versus die Kinder als Menschen stärken. Ja, also als Wesen, wie sie sind. Dejan hatte das mit die, oder ich hatte, wir hatten am Wochenende über diese positiven Affirmationen geredet, ne?
Das ist zum Beispiel auch was, wo ich viel, viel mehr ansetzen würde in der Schule. Ja, nicht zu sagen, Kind, du musst das und das erbringen, damit du deine Eins kriegst, sondern jeder Mensch ist gut, so wie er ist, und jedes Kind ist gut, so wie es ist. Und das immer wieder zu reflektieren und zu betonen, weil das macht die Kinder stark und das macht Menschen sicher. Ja, Menschen, die unsicher sind, die haben da ein Problem, weil die trauen sich selber auch wenig zu. Die sind von sich nicht überzeugt, die sind unsicher, weil sie vielleicht da irgendwie nicht genug positive Energie, positive Bestätigung mitbekommen haben im Laufe ihres Lebens. Auch ich übrigens nicht. Ich war auch eine ganz unsichere Schülerin. Ich habe mir das einfach irgendwie im Laufe der letzten Jahre erarbeitet, sodass ich hier frei mit euch sprechen kann. Aber das ist so, so wichtig, weil wir entlassen die Menschen ja in eine Welt, wo sie stark sein müssen und wo sie auch mit solchen Disruptionen zurechtkommen müssen. Und da bin ich der Meinung, könnte man auch noch viel, viel mehr ansetzen in der Schule, dass man so stärkeorientiert, sage ich immer, nicht nur im Kollegium, sondern eben auch bei den Schülern arbeitet. Also wichtiger Hinweis am Ende, finde ich, sage ich ganz ehrlich. Ich habe tatsächlich einige Sachen mitgenommen und ich hoffe, dass tatsächlich der eine oder andere, die eine oder andere Politikerin hier auch zugehört hat und vielleicht auch verstanden hat, dass wir sowas wie Human Resources in den Schulen brauchen. Das heißt, so eine also für Personalentwicklung, so ein Bereich einfach, der sich darum kümmert, weil es tatsächlich eine ganz große Baustelle, die ehrlich gesagt, ich habe sie noch nirgends angedacht, gehört oder gelesen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine Sache, die man vielleicht jetzt nochmal verstärkter kommunizieren sollte, spätestens nach dieser Folge. Ja, das nehme ich auch mit. Vielleicht kannst du zum Schluss noch, hast du noch so Tipps, wie man folgen könnte im Netz, was man lesen könnte, was man schauen könnte? Du hast schon zwei, drei Dinge gesagt, die ich auch mir notiert habe. Aber gibt es noch weitere Hinweise, wo man sich wie informieren könnte, wenn an dieses Thema Kennt ihr das Buch? interessiert? Reinventing Organizations, da wird die Evangelische Schule Berlin Zentrum auch vorgestellt. Die kennen vielleicht Lehrkräfte von euch. Ist so das Wirtschaftsbuch zum Thema digitale Transformation. Unbedingt mal lesen. Ne? Also da sind auch diese verschiedenen, von Ken Wilber, die verschiedenen Haltungsebenen, Organisationsentwicklungsebenen beschrieben, die mit Farben gekennzeichnet sind, von Rot zu Türkis und so weiter. Und da ist eben zum Beispiel auch eine Schule beschrieben, die sich auf diesen Prozess der Entwicklung gemacht hat. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten kann ich verraten, dass ich bin ja ehrenamtlich in der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik aktiv, dass wir tatsächlich ein Konzept entwickelt haben, wie Schule mit so auf so einem Veränderungsprozess begleitet werden können. Aber da haben wir gerade Fördermittel beantragt, deswegen darf ich da nicht zu viel verraten. Das ist gerade noch in einem Auswahlprozess. Aber da gibt es auch andere Ecken, wo solche Ideen weitergedacht werden, weil ich auch der Meinung bin, dass Schulen eine Begleitung brauchen bei diesem Veränderungsprozess und nicht einfach irgendwie da laufen gelassen werden. Also das ist ein Tipp, das kann ich empfehlen. Ansonsten arbeite ich auch noch mit diesem Haltungsmodell, das ich da hinten habe, ne? Also das ist das von Martin Permantier, der mit verschiedenen Haltungsebenen arbeitet, wo man auch zum Beispiel Zusammenarbeit nochmal genau anschauen kann. Das ist ein Instrument, das mehr zur Veranschaulichung dient und Diskussion anregt. Also ich habe im März einen Workshop damit zu diesem Thema bei Bosch gemacht und dann haben alle das Plakat mitgenommen und bei sich aufgehängt. Und jetzt entstehen immer wieder solche Momente, wo Leute ins Gespräch kommen über diese verschiedenen Haltungsebenen und darüber nachdenken, ja, also so kleine Irritationsmomente des Nachdenkens, wie auch immer man das nennen mag, ne? Auch sowas kann man vielleicht in Schule initiieren, weil letztendlich, und das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Schlusswort, geschieht Veränderung ja auch nur durch Selbstentwicklung, ne? Das heißt, jeder muss mit sich auch irgendwie sich kennen, mit sich im Klaren sein, wissen, wo er hin will und so weiter. Das heißt, auch diese persönliche Ebene von der Lehrkraft ist da ganz, ganz wichtig. Und da gibt es auch viel zu wenig Angebote momentan, dass man sowas mal begleitet und da Raum gibt. Ja. Ja, Genau. dann bleibt mir zu danken. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Dejan hat schon ein bisschen angetönt. Ich finde diesen Human Resources Gedanken auch
Die Verbindung von Organisation und Mensch und der Fokus auch in Bezug auf Schulen, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Vielen Dank, Gerne. Miriam.